Also merken, wenn wir in den Krieg ziehen, ich fliege nicht neben dir. Ich fliege ganz, ganz weit hinter dir oder vor dir, oder? Oh, vor ihm könnte Fehler sein, ne? Gut, das stimmt, ja. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers und wir spielen immer noch in dieser Version. Das Gute ist, achso, erstmal sage ich hallo und herzlich willkommen mit dabei heute die Leiche im Spiel. Hallo. Und der Roma im Teamspeak. Moin moin. Sorry, das muss ich. Ja, was wollte ich sagen? Also wir haben jetzt uns mal 2 Stunden Zeit genommen und alle Mods durchgeschaut, komplett durchgeschaut und haben alle Mods, die älter sind oder jünger sind als 2015 oder 2016 haben wir alle rausgeschmissen. Ja, der Nachteil ist, hier fehlt ein Bett und hier fehlt die Dekoration, der Fernseher, die Couch fehlt hier. Kann ich mal einen kleinen Rundflug machen hier? Mal hier die Schweißgerät wegpacken. Ja, bei den Duschen weiß ich jetzt nicht, ob das noch da ist. Es kann sein, dass die Dusche auch weg ist. Ja doch, die Dusche wurde auch weg. Die Geräte sind noch da. Im Botschafterbereich oben, wo wir schon dekoriert haben, ist leider auch alles weg. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ansonsten von der Bewegung her, außer dass es mal ab und zu jetzt ein paar Sekunden stoppt, spielt es sich wieder astrein. Ja, auch hier bei dem Botschafter kann man von außen sehen, fehlt halt hier unten. Fehlt so ein bisschen was. Die Wände sind alle da, das passt, aber ja, hier das Badezimmer ist leider weg. Ansonsten hier drin, der Airlock funktioniert momentan nicht. Das liegt aber daran, weil wir keinen Button, weil wir die Button auch rausgeschmissen haben. Nanu? Ja, und noch keine vernünftigen gefunden. Genau, also wir brauchen welche, die mindestens 2016 alt sind und halt eigentlich schon nach 2016 für die Beta. Das quasi war ja glaube ich Ende, ne? Ende 2016 kam die Beta raus. Ja, das wäre natürlich besser für die Beta. Ansonsten hier die die Screens sind nicht drin. Die runden LCD-Dinger. Da müssen wir noch mal gucken nach dem Mod. Ja. Eigentlich haben wir die dort drin gelassen, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß, ein Mod mit LCDs war Anfang 2015 haben wir den rausgeschmissen. Okay. Ja, auch hier das Hangar-Tor ist leider raus. Das war auch aus dem 2015. Ja, ansonsten, der Rest ist eigentlich alles soweit da. Wir wollen jetzt nochmal demnächst probieren, innen drinne die Raffinerien nochmal umzubauen. Wir haben jetzt momentan pro Erz 2 Raffinerien und da wollen wir einfach die XXL-Raffinerien mal nutzen. Ja, da sollte eine für jedes Erz reichen. Genau, und du bist gerade da unten, bist du draußen? Ja. Nimm mal das Bohrschiff mit, ich brauche einen Andockplatz. Nimm mal das Bohrschiff mit. Das alte da von dir. Wie das alte. Das hat uns schon enorme Ressourcen gebracht. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz nachladen, glaube ich. Aber das Ding ist ja noch voll hier, ne? Das wollen wir sowieso ja anders anschließen. Also die Frage, wie komme ich denn jetzt hier? Wir hatten das hier verkehrt rum hingestellt. Frag mal den, der da jetzt drinnen sitzt. Ach so, stimmt, das war ich. So, wir sind hier drin. Okay. Passe ich da überhaupt rein? Oh, wei, wei. So.
Okay. Außenansicht geht nicht. Musste mir mal. Okay, nee, ich sehe was. Die geht's hier mal nach links. Weil die müssen wir eh dann an die Container anschließen, an die neuen. Ja. Wie fliegst du? Du fliegst jetzt mittig ran an den, ne? Ja, sonst anders komme ich nicht. Okay. Versuch den mal noch ein Stückchen rüber zu bewegen. Ja, der Homer ist ja auch mit dem Teamspeak, der schaut sich das quasi gerade live über Steam an, ne? Also es wird über Steam gestreamt. Er ist ungefähr 10 Sekunden hinterher. Jo. In 15 Sekunden. Und wer den Homer nicht kennt, der Homer spielt auch mit mir Empyrean im Multiplayer-Modus. Und wir hoffen, dass da bald die 6.0 als Multiplayer rauskommt. Da warten wir schon sehnsüchtig alle drauf. Ja, ansonsten, also wie gesagt, es läuft jetzt von der Bewegung her wieder flüssiger, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Und ja, ich war eigentlich dabei. Lass kurz mal gucken auf die Zeit. Ich war eigentlich dabei, mein Schiff hier weiterzubauen. Wo ist das jetzt? Da hinten. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was letztes Mal gesehen worden ist. Also ich habe die Front noch ein bisschen verändert und ich habe hier mal so einen Seitenflügel schon mal angefangen zu bauen. Und da bauen wir jetzt einfach gemeinsam weiter dran. Ich muss ihn runternehmen, damit ich die Tasten sehe. Gut. Ja, und die Leiche schließt jetzt sein Schiff an die Station an, um es mit, denke ich mal, Muni zu befüllen, oder? Ja. Muni und Ressourcen. Unsere wertvollen Ressourcen. Ansonsten, ich habe mir noch einen Blueprint von einem Schiff. Von einem Schiff geladen. Das wollte ich auch vielleicht in der nächsten Folge mal hier spawnen lassen, sobald unser neuer Bock. Genau, sobald der neue Bohrer hier fertig ist. Aber der sieht. Er sieht so gut wie fertig aus. Ach, wieso hat denn der alte Bohrer keine Bohrer mehr? Wie? Der hat keine Bohrer mehr dran. Oh. Ja, du hattest die ja zweimal sogar drin, die andere Version war. Okay, dann war es wahrscheinlich die andere Version. Ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, aber das Schiff können wir eh dann, wenn wir es, wenn wir das leer gemacht haben, dann können wir es abbauen lassen. Es hat uns gute Dienste getan, aber wir haben ja jetzt diesen neuen Bohrkopf hier vorne, den wir dann hinter die Tanks hier schließen können, hinter unsere Transporter-Tanks hier. Ja, und schreibt dir mal auf Docking-Kamera, die hat Grafikfehler wohl. Okay. Dann vielleicht doch die alte wieder reinschmeißen. Ich schreibe Docking Cam. Wo hingst du denn dran mit dem Schiff? Na hier. Wie da oben? Da komme ich noch nie im Leben hin. Du bist zu breit. Vielleicht muss der Bohrer noch ein Stück weg. Oh doch, könnte vielleicht. Könnte passen, knapp. Ja, probier mal. Ich baue erstmal mein Schiff weiter. Wenn es nicht klappt. Ansonsten, ja, wir werden erstmal weiterspielen hier auf dieser Version. Wir werden es jetzt mal ein bisschen beobachten, wie das hier sich weiter verhält, nachdem wir das jetzt hier alles rausgeschmissen haben. Und falls alle Dämme reißen, dann ja,
Weil die Welt ist noch aus der Alpha erstellt worden. Eventuell dann einen Blueprint ziehen und dann mal gucken, ob wir das übernehmen können. Dass wir die Stationen mal im Admin-Menü spawnen und dann weiterbauen. Also das ist so der Plan. Aber wie gesagt, im Moment halt bis auf, dass es ab und zu mal kurz hängen bleibt. So wie jetzt gerade mal wieder. Spielt sich's eigentlich relativ flüssig. Und das ist schon mal mehr, als es bei der vorletzten Folge war. Ja, auch ich kann mich mal länger wie 5 Sekunden bewegen. Ups, da bin ich. Oh, passt. So, wir gehen geditcht. Ist die ganze Station kaputt gemacht? Ja, ist ein bisschen schnell rein, aber geht. Aber was wir hier noch anbringen müssen unbedingt, an der Station, noch, Scheiße. Falsche. Schilde. Die Station dürfte jetzt, nachdem der Bohrer ab ist, wieder ohne Schilde sein. Ja, na jetzt hattet welche von mir. Aber da müssen wir denn, da müssen wir noch ran. Das müssen wir noch ändern dann. So, wir ziehen jetzt hier noch die letzten Außenbahnen. Na, komm schon. So, hier. Dann hier unten. Und dann werde ich wahrscheinlich noch 100 Gyroskope mehr brauchen, weil das ist alles schwere Panzerung. Aber es soll ja ein kleines Kriegsschiff sein. Oder ein kleines Kampfschiff. Gleich hier mit seinem Sternzerstörer da, mit seinen drei dicken Berthas da vorne dran. Ja, die gehen gut gleich, pass auf. Warn mich vor, wenn du schießt, damit ich kurz die Lautstärke runterstellen kann, weil das war bei leise schon immer sehr laut. So, jetzt hier noch den ran. Ja, was ein bisschen doof ist, man kann leider hier nicht mit einer Synchronität arbeiten, dass es auf der anderen Seite auch gebaut wird. Das heißt, ich muss alles mit der Hand hier machen. Jeden einzelnen Block. Und der Homer meinte schon, es ist zu groß. Die Umrandung, das heißt, ich muss es dann noch alles wieder abbauen. Aber wir warten erstmal ab, haben wir gesagt. Wir warten erstmal ab und gucken, wenn das Endresultat fertig ist. So. Jetzt hier oben. Hier oben weiter. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn man eine normale Erdwelt startet, ja? Also auf der Erde starten und dann ins Weltall fliegt. Was ist denn im Weltall? Sind da auch so Merkur, Mars oder sind da andere Planeten? Mond ist da. Mars meine ich auch. Auf mehr habe ich noch nie geachtet. Weiter weg. Okay. Humor, weißt du das? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ich habe jetzt eine Welt gestartet mit mehreren Planeten, also Erde, bla bla, das ist aber Mod. Okay. Oder Skript oder was das auch ist. Naja, werden wir denn sehen. Wir hier weitermachen, aber halt im Moment sieht es ja ganz gut aus. Ich habe schon wieder gesucht, jetzt hänge ich wieder.
Wo hängst du? Am Terminal, der fängt dann immer an zu lecken, sobald ich im Suchfeld was eingebe. Okay. Schnell die weg machen. So. Und hier die kleinen nochmal rumdrehen. Sehr schön. Es sieht auch fertig aus. Zumindest die eine Seite. Bist du an dem Kleinen genauso lange dran wie ich an meinem Großen? Ja, Präzision und Kunst braucht halt seine Zeit. Ja, die Mona Lisa wurde auch nicht in einem Tag gemalt. Ah. So, und dann... Die Frage, machen wir das so? Okay, so können wir das eigentlich. Ja doch, so können wir das lassen. Und dann ziehen wir hier mal noch die Schräge mal noch durch. Genau, und da können wir noch was auch immer da rein soll. Wir brauchen ja auch noch Antriebe. Wir haben noch überhaupt gar keine Antriebe hier. Okay. So, wenn wir das jetzt hier rüberziehen. Halt dich mal kurz die Ohren zu. Ja. Aber so laut ist das aber nicht. Bei dir vielleicht nicht, bei mir schon. So, wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen erweitern. Ja, war aber ein schöner Bums, du. Ja. Du hast es beim im Livestream gehört, ne? Ja, ja. Also merken, wenn wir in den Krieg ziehen, ich fliege nicht neben dir. Ich fliege ganz, ganz weit hinter dir oder vor dir, oder? Oh, vor ihm könnte Fehler sein, ne? Gut, das stimmt, ja. Aber das ist dann wieder so ein Olli-Ding, ne? Der fliegt dann erstmal vor ihm, ja? Oh, wow. Ja, oder du fliegst ganz, ganz schnell. Ja, das kann auch sein. Vor den Bomben wegfliegen. Irgendwann haben die ja keine Reichweite mehr, glaube ich, ne? Doch, die haben Reichweite. Ich glaube, 800 gucke ich gleich mal. So, jetzt hier noch die Schräge dran setzen. Naja, die Werte hat keine Reichweite. Moment, jetzt wird das Schiff noch ein bisschen breiter. Weiß ja nicht, wo wir das parken wollen. Was hast du hier schon wieder überlegt mit diesem riesen Flügel? Oh, hier waren Bergwege. Obwohl, so schlecht sieht es gar nicht aus. Hast du schon gesehen? Noch nicht, ne?
Nur was im Video gezeigt hattest. Ah, okay. So, hier war doch gerade ein rotes Zeichen. Wo ist das denn? Verschwunden. Könnte man es eventuell noch rund machen? An der Stelle dort? Und vielleicht auch sogar noch ein bisschen höher gehen, dass man vielleicht das hier so... Auf alle Fälle kann man hier noch Bewaffnung anbringen. Siehst du? Ich wollte gerade sagen, ich habe noch gar nicht auf den G-Knopf gedrückt, weil ich immer nur mit den schweren Panzerung gearbeitet habe. Hier. Die Dinger. Und die sind, gibt's nicht für kleine Schiffe. Super. Ach, hier sind ja auch die Jumpstreifen alle weg. Oh. Ja, habe ich alle weggenommen. Ja. So, ich hab dich im Ziel. Mich im Ziel? Aha. Warte mal, wo denn? Von unten. Komm jetzt hoch. So, was können wir denn hier noch? Dual Large Ship Cannon Turrets, Light Cannon Turrets, Heavy Defense Turrets, Laser Turrets haben wir nur die einen, ne? Aber die sind nur für ein großes Schiff. Die sind ja, auch für große Schiffe. Aber die kleinen waren noch Einzellaser. Aber auch als Turrets? Laser. Müssten einmal sind welche 3x3. Die waren glaube ich nur große und die anderen müssen. Ich habe small laser turrets. Ja, die gehen die auf kleinen Schiff? Großes Schiff ist nicht verfügbar für small laser turrets. Was großes Schiff? Ich habe doch kein großes Schiff hier. Ne, die gehen nicht. Aber hier Laser-Antenne ist Antenne, ne? Das ist keine... Ja, das ist Antenne. Da steht Small Laser Turret. Aber ist nur für große Schiffe. Scheiße. Ja, was können wir denn da nehmen? Raketenturm will ich eigentlich nicht nehmen. Autocannon. Wie sieht denn das Teil aus? Auch nur fürs große Schiff. Kleines Schiff, 330, kleines Schiff, Little David. Ja, die ist auch gut. Für kleine Schiffe. Ja, die krieg ich doch gar nicht beladen. Doch, ist auch mein auch dran an meinem ersten da. Ja, aber wie sollen wir die denn... Nee, die ist zu groß. Nee, ist mir zu groß. So, schau mal nach rechts. Alter Schwede. Warte mal, bleib mal so, nicht bewegen. Wollen mal gucken, ob ich hier... Ich bin ausgestiegen. Ob ich hier reinfliegen kann. Nee. Kann man nicht. So, wenn wir jetzt hier mal alles wegmachen, das hier auch wegmachen. Screenshot. Wie war ein Screenshot? F12. Sehr schön. Screenshot. Was? Was? Das ist doch eindeutig ein Warbird. Wenn du das sagst. Ich hoffe. Small Torpedo. Hier, diese Autocannon wollte ich jetzt mal gucken, wie groß das Ding ist.
Hat aber auch nur einen großen Verbinder dran. Nee, ich brauche was Kleines. Ich brauche einen kleinen Laser, einen kleinen. Hier, was ist denn das hier für ein Teil? Der braucht. Man kann gar nicht mehr umschalten, ne? Im Game-Menü. Weil früher konnte es ja sagen, zeig mir nur an für kleine Schiffe. Ja. Okay, das passt. Das ist aber auch so ein Riesenteil. Ich habe aber nur kleine Verbinder oben. Nimm die Little Devil. Nee, die hat auch nur einen großen Verbinder. Das ist zu groß. Ist einfach zu groß. Die muss vorne in der Mitte. 5x5 ist das Ding. Boah. Mini-Vulkan. Ja, Homer, hast du da nur eine Idee? Kompakt Gatling Turret. Weiß nicht, wähl doch mal kleine Blöcke aus. Vielleicht kostet dann die kleinen Blöcke für kleine Schiffe. Wo will ich denn kleine Blöcke aus? Ne, hatte er ja vom Bauen. Also, das Game-Menü springt nicht mehr um. Das ist ja das Problem. Seit die hier die Foxhole-Dinger haben. Früher war im Game-Menü oben noch große und kleine Blöcke, konntest du extra anklicken. Mit R. Ja, das meinte ich ja. Ach, das gibt's ja auch nicht bei. Das gibt's gar nicht mehr, ne. Bei mir war das noch, wenn ich mich recht erinnere. Ne, wenn du R drückst, dann ist ja im Suchfeld R. Dann gibt's ja R nur im Suchfeld ein. Nee, links in dieser Auflistung da. Links. Kleine. Ja, alle Blöcke, Waffen, Werkzeuge, Charakterwerkzeuge, da stand doch immer kleine Blöcke oder große Blöcke. Kleine Blöcke, ja, habe ich gefunden. Aber. Da waren, glaube ich, nur Blöcke drin. Oder? Da waren nur Blöcke drin, da sind keine. Also hier sind zwar die zwei Standarddinger, Gatling-Geschütz und Raketengeschütz. Aber Raketen und Gatling wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich was Laserhaftiges haben. Aber. Lass mich überzeugen. Guck mal, die Kanone, die ich an mein Schiff habe, an der Seite. Ja, das Problem ist. Als einfache Version. Aber das Problem ist, dass das hier auch große Blöcke sind. Also hier ein großer Verbinder. Bei dem Raketenturm. Der passt doch gut hier unter. Unter deinen Waschlappen hier. Was da rumgeht. Ja, aber da unten ist ja. Das sind ja kleine Blöcke nur hier. Kleine Verbinder. Und das, der Raketenturm ist hat einen großen Verbinder dran. Großen Verbinder, ja. Probier doch einfach mal. Naja, raufgesetzt kriege ich ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er. Das ist ja nur bei den einen Waffen. Vielleicht haben sie vernünftig gearbeitet. Das glaube ich nicht. Weil die kriegen ja nicht mal einen Standard-Multiplayer hin, ne? Ja. Na, kriegen sie ja ohne Mods, läuft einmal frei, hast du ja gesehen. Ja. Aber da war es auch ein paar Mal am Ruckeln, ne? Bei mir auch jedenfalls, wo du bei mir drauf warst. Ja, wo ich bei dir drauf war, ja. Aber da hattest du doch schon die 76 Mods drauf. Ach ja, da waren das schon, ja genau, da waren schon Mods. Also ohne Mods läuft es. Zumindest lief es am Anfang. Ja. Ohne Mods ist ja langweilig. Das stimmt allerdings. Oder sieht langweilig aus, sagen wir so. Kann einen internen Geschützturm raumpacken. Ja, Small Laser Turret für ein großes Schiff ist ja auch bescheuert. Wollte das Ding noch nicht Small Laser Turret nennen. Hat die Missile Sentry auch? Die hat doch einen kleinen Anschluss, oder? Ja. Das ist doch nur ein kleiner Anschluss. Ja, die Designated hier hat. Na, guck mal, Missile Sentry heißt sie. Miss. Ich hab die mal hier hingestellt, müssen wir nicht mal bauen. Zum Missile Turret. Missile Sanitary, okay. Die hat unten nur einen Block, ich hab sie mal hier hingestellt. Die ist zwar 3x3 vom Platz her, was die braucht. Kompakt Missile, die guck ich mir auch mal an. Ja, das ist ja okay. Ja, wie groß wäre das Ding hier? Das hat aber unten auch wieder ein Dings. Ne, das ist okay. Davon kann ich zwei Stück setzen dann. Ja, musst du es wegnehmen oder?
nee, das Verbinder da wegnehmen, oder? Nee, das passt so. Kommt jetzt auf beide Seiten so ran. So, und hier drüben. Und dann machen wir das Ding hier richtig fett. Aber die Automatik-Gun, die Sensitive, hat ja auch bloß einen Block. Keine drei. Ach, das ist die fette hingesetzt. Nee, da habe ich auch die gleiche hingesetzt. Aber ich dachte, du wolltest irgendwo noch eine Gun hin haben. Gucken, wie die aussieht. Ja, komm mal. Ja. Die sieht auch nicht schlecht aus. Die könnte man eventuell doch, die könnte man hier oben raufsetzen. Ihr setzt immer hier oben rauf. Auf die. Musst du auch Verbinder untermachen, ne? Ach, hast du da oben. Ja. Sind schon. Hab nichts gesagt. Ja, der Olli denkt auch mit. Ab und zu jedenfalls. So, jetzt nur den Rahmen hin. Und hier auch. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das Teil hier noch ein bisschen, aber das könnten wir doch eigentlich auch einpacken, oder? Doch, ja. Und das so. Der Neunerfeldverbinder sieht nicht schön aus da unter. Ja, aber du siehst ja gleich nicht mehr. Man hängt die Kanone aber halb drin, das sieht auch nicht gut aus. Steht die bei dir nicht nach oben jetzt? Die steht in der halben Wand. Die steht nach oben. Und hinten in die Wand drinne. Ja. Ich weiß aber ja nicht, wie das hier. Warte mal, ich kann ja mal den wegnehmen. Ups. Was machst denn du da? Ich wollte die Kanone hier wieder wegnehmen. Aber du nimmst Dinge weg, die du nicht wegnehmen sollst. Na gut, wir sind aber bei 32 Minuten. Ich denke, das reicht für heute. Kleines Förderband. Aber ich glaube, ich muss die da lassen, weil sonst. Was ist ein großer darunter? Ja, die sind ja verbunden mit dem. Ich weiß ja nicht mehr, wie ich das gebaut habe. Warte, ich gehe einmal schießen, dann sehen wir was. Nein. Hier wird nichts auf mich geschossen. Ach, geht. Du kannst sie ja darauf setzen direkt, da sind die ein bisschen unter der Erde, also dreingesetzt. So, die erste Reihe Verbinder weg und die Kanone ein tiefer. Nee, geht auch nicht, weil hinten. Hinten muss der dran sein. Und vorne auch. Es geht gar nicht. Hä? Der ist da an der Seite. Ach, da ist ein großer Eingang, ne? Ah, nein. Ich habe eine andere Idee. Ha. Warte mal. Ich muss erstmal alles wieder reparieren hier. Wie ist das Ding? Ich kann nur eine Ehen vor oder Ehen zurück, ne? Ich packe jetzt oben drauf noch eine Reihe. Hier ist das Ding? Förderband, ne? Förderband, ja. Das kleine, genau. Jetzt muss ich aber erstmal hier raus, das wieder. Das nochmal hier alles reparieren. So, jetzt. Da hat es gerade keine Förderbänder. So, da. Hatte ich nicht? Stimmt. Nee, war nur ein 3x3 Feld. Okay. So, und dann kommt der hier auch weg. Oh, jetzt hängt es gerade mal wieder. So. 7. So, das kommt in die Mitte und dann kommt hier nämlich. Wird das einfach erhöht, weißt du? Ja, und dann kannst du deine Schrägen da rummachen, ja. Genau. So,
Was hatten wir hier? Die neuen war das, ne? Oh. Keine Ahnung, welche Zahl auf den. So, ist das ein bisschen erhöht? Und dann passt das. Sehr schick. So, machen wir hier das gleiche. Glück gehabt, dass die Teile nicht runtergefallen sind. So, schwere Panzerung. Ja, dann ist das jetzt der letzte Akt für heute. 7. So. Und die 9 oben drauf. Sehr schön. Dann kommen da bloß noch die Schrägen dran. So, gut. Ja, ich bedanke mich heute fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei der Leiche im Spiel. Jo, gerne, gerne. Und beim Homa im TS. Jo. Und ja, ich sage einfach mal bis morgen. Mal gucken, dass ich morgen vielleicht hier die andere Seite noch rangebastelt bekomme. Weil es hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Das sieht gar nicht so viel aus, ne? Aber das knapp 2 Stunden hier rum. Ah, siehst du, wie langsam das ist. Ja, 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 ja. Okay, aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis morgen und ciao. Ciao, ciao. Und ciao.